Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Jetzt musste ich über das Intro rüber aufstoßen. Hätte keiner gemerkt. Ein Wunderwerk der Technik, ihr habt es nicht gehört. Und ich bin der René. So, jetzt große fragende Augen, wo ist der Matthias? Der Matthias hat frei. Nee, der ist in Düsseldorf, habe ich gehört. Ach, der jetzt ist schon in Düsseldorf? Ach, keine Ahnung. Nee, ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert, da war er irgendwie in Berlin. Ja, whatever. Matthias hat frei, genießt den Abend. Und der Arne und ich, wir wollten noch mal einen Blick über den Schachtelrand werfen. Sprich, wir wollten die Gelegenheit einfach mal nutzen, noch mal über ein paar andere Themen zu sprechen. Das letzte Mal, als wir den Blick über den Schachtelrand geworfen haben, haben wir ja ein bisschen über über Fernsehserien unterhalten. Hm. Hatten, glaube ich, auch wie hieß er hier? Dirk Gently gesprochen. Ja, wir hatten, glaube ich, kurz mal so ein bisschen angerissen, was da los war. Ich habe die zweite Staffel jetzt auch natürlich schon durchgeguckt. Genau, ich auch. Ja. Und wir hatten ja damals schon gesagt, es war ein sehr eine sehr spezielle Serie mit einer Art von speziellem Humor, den man, glaube ich, mögen muss. Ja, ich glaube, das basiert ja irgendwie alles so ein bisschen auf diesem Douglas Adams-Universum. Genau. Da gibt es ja auch Dirk Gently irgendwie Kurzgeschichten oder Roman, weiß ich jetzt nicht genau. Und ich glaube, wenn man halt so ein bisschen was mit Per Anhalter durch die Galaxis und sowas in diesem Dunstkreis so was mit anfangen kann, dann kann man das ruhig gucken, weil es ist stellenweise schon sehr verquer und sehr strange, merkwürdig. Und es ist schade, dass es keine dritte Staffel geben wird. Ja, also war es anscheinend zu verquer. Ja, ich weiß nicht, ob man sowas halt im Fernsehen irgendwo verkaufen könnte, so weißt du, so und dieses. Ja, es laufen andere Sachen. Ja, irgendein Tatort. Na, wir wollen heute mit euch über den Tatort reden. Nein, wenn, dann würde ich mit euch über den Tatort Reiniger reden. Ach so, ja, den könnt ihr auch was zu sagen. Ne? Aber wir wollen uns heute, glaube ich, mal ein bisschen weiter weg vom Fernsehen, also vom Audio, vom Video wegbewegen und wollen mehr zum Audio hingehen. Mhm. Und möchten mit euch über ja ein paar Dinge sprechen und zwar alles von einem Autor und zwar von dem Ivar Leon Menger. Wer ihm der jetzt gar nichts sagt, der hat unserer Meinung nach deutlich was verpasst. Mhm. Und du kennst den ja auch noch ein bisschen länger, ne? Ja, ich mit der ersten Serie, wo wir gleich mal mit starten können, die habe ich relativ zeitnah, als sie rausgekommen ist, gehört und habe das noch immer verfolgt, wie es weiterging. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben da, oder es gibt da einen kleinen Trailer zu. Mhm. Und bevor wir jetzt da in Medias Res gehen, würde ich den gerne einfach mal abspielen, glaube ich, oder? Ja, genau, machen wir mal. Ich drück mal. Edward Leroy Shipman, ein außergewöhnlicher Held. Er rettet einem Menschen das Leben. Aber ist er nun selbst in Gefahr? Deswegen haben sie mich nachts in meinem Zimmer besucht. Zu fünft. Wir haben meine Arme und Beine an das Bett gefesselt und dann... Dr. Frank Morgan, ein erfahrener Psychotherapeut. Er stößt auf das beängstigende Geheimnis eines Patienten. Er setzt alles daran, die schreckliche Wahrheit herauszufinden, bis er ihr eines Nachts gegenübersteht. Seite um Seite entfaltete sich ein Szenario des Grauens. Ich fand rätselhafte Gebäudegrundrisse, die nicht stimmen konnten. Unscharfe Bilder von Zellen, unter deren Türen dunkle Wasserlachen hervorquollen. Und Sarah Freeman, die junge Studentin, die erst vor kurzem nach Porterville gezogen ist und die nun für ihre Neugier einen hohen Preis bezahlen muss. Jetzt in geballter Zahl rochen wir sie auch. Es war eine gewalttätige Mischung aus Urin, Fett und altem Männerschweiß, die mir sofort den Magen umdrehte. Ah!
Ich hatte aufgehört zu schreien. Doch die Schreie haben nicht aufgehört. Fotos gefesselter Patienten, in deren Gesichtern nackte Angst stand. Die Männer bewegten sich nicht. Sie starrten uns an und warteten. Entdecken Sie das dunkle Geheimnis einer Stadt. Genau, ich habe gerade schon wieder Gänsehaut gekriegt. René ist zu Ende. Oh, Mute ausstellen, dann kann man mich auch hören. Ja, ich hab schon wieder Gänsehaut irgendwie. Ja. Genau. Wer jetzt immer vielleicht noch denken sollte, dass sich dabei um einen Filmtrailer handelt, der ist da mal vollkommen falsch gewickelt, denn es ist tatsächlich ein Hörspiel bzw. eine Hörbuchserie. Der Darkside Park. Okay, genau, die Serie heißt auch Darkside Park, sollten wir vielleicht nochmal sagen. Ne? Ja. Bevor wir jetzt darüber sprechen wollen, wie bist du drauf gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Das muss auf jeden Fall, ich überlege gerade, das muss schon über 4 Jahre her sein, dass ich die gehört habe, also das erste Mal, weil ich die noch auf meiner vorigen Arbeit gehört habe, wo ich andere Touren gefahren bin. Und wie bin ich denn darauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Wir kannten uns da noch, oder? Nee, da war ich ja noch da unterwegs. Das heißt, wir kannten uns noch nicht. Keine Ahnung, weiß ich. Ich glaube, eine Bekannte aus Stuttgart hatte mir davon erzählt. Für die musste ich irgendwie mehr Hörspiele mir mal anhören und die hatte mir das, glaube ich, mal nahegelegt. Das könnte sein, dass ich darüber irgendwie eingestiegen bin. Ja, das Ganze ist ja auch jetzt fast schon über 9 Jahre her, als das rauskam. 2009, ja. Ja, 2009 kam das raus. Und handelt sich dabei um eine Hörbuchserie oder eine Hörspielserie. Hörspiel in dem Sinne nicht, dass es jetzt verschiedene Sprecher gibt, die verschiedene Rollen übernehmen und zwischendurch vielleicht mal ein Erzähler auftritt, sondern wir haben hier 18 Kapitel und jedes Kapitel wird von einem einzigen Sprecher gesprochen und immer aus der Ich-Perspektive. Also die wiederholen sich zwar auch mal wieder, also man hört die halt mehrfach auch, weil die Geschichte dann halt weitergeht mit der Person halt, aber es ist halt immer eine Person, die halt die Geschichte mehr oder weniger vorliest. Ja. Es ist im Gegensatz zu einem anderen Teil, wo wir nachher noch hinkommen, ist das jetzt halt ein Unterschied. Ja. Ja, und ich hatte das angefangen zu hören. Ich bin durch einen anderen Podcast, durch den Orcast, ein Podcast, der sich nur mit Hörspielen beschäftigt, draufgekommen. Und hat das dann angefangen und ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne Hörbücher mag. Ich bin mehr so der Hörspielhörer, also wo die Leute mehrere Leute mitspielen und nicht nur einer ein Buch vorliest. Und hatte so meine Schwierigkeiten, damit anzufangen, weil, super, nur ein Sprecher. Und hab so nach 10 Minuten, Viertelstunde habe ich so erstmal, ach nee, dann höre ich mir doch nicht an, ist dann doch nicht so toll. So, und irgendwann habe ich dann doch mal die erste Folge zu Ende gehört und ich war sofort drin. Ich fand die erste ein bisschen, also wir wollen jetzt versuchen hier nicht zu spoilern. Genau. Glaube ich, das wäre irgendwie ein bisschen, also wir möchten, dass ihr euch die auf jeden Fall anhört. Ich fand, den hat erst später so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Die erste war dann doch so ein bisschen sperrig erstmal, weil die, ja, wie gesagt, ich hatte da am Anfang auch so ein paar Probleme, da reinzukommen, das stimmt schon. Also man braucht da so ein bisschen. Und dann gibt es ja diese Sarah Freeman Storyline, sage ich mal, die hatte mich dann irgendwie mehr gehuckt. Ich glaube, die kommt dann, glaube ich, auch in der zweiten Folge, glaube ich, gleich schon irgendwie. Mhm. Da war ich dann irgendwie mit dem ersten Charakter bin ich nicht so ganz warm geworden. Ja, das ist, ich fand, da gab es halt noch so einen schönen Twist in der Folge, da kann man sich sowieso grundsätzlich drauf einstellen. diese Geschichte twistet so von links nach rechts und von rechts nach links und gegen Ende ist man froh,
wenn man der Handlung so weit folgen konnte und nicht so sagt, so, okay, jetzt muss ich eigentlich nochmal von vorne anfangen, weil ja. Das ist wie so eine gute Netflix-Serie oder so eine Mystery-Serie, wo du am Anfang was guckst, denkst dir, weiß ich nicht, hier, wie heißt der hier, ich sehe tote Menschen. Sixth Sense, ja. Sixth Sense, ne? Wo du dir den Film anguckst, denkst, ja, nett. Und dann merkst du das Ende und denkst, okay, jetzt gucke ich den Film nochmal an und siehst eigentlich einen komplett anderen Film. Weil genau. Du jetzt Details weißt, die du vorher, oder das ja, die Auflösung quasi weißt, denkst du, okay, ach, das hat die damit gemeint und dies war das und da merkst du wirklich, dass er nicht tot ist und dass er tot ist und nicht lebt. Wie, das wäre tot? Weiß wo? Sixth Sense gespoilert. Ja, ich war mal so frei. Aber das mit dem Einstieg, da hatten wir ja mit Matthias, dem hatten wir das ja auch unbedingt mal auf die Ohren geben wollen. Der hat gesagt, ja, er kommt da auch nicht so richtig rein, weil es ihm zu langatmig oder sowas war. Und ich weiß nicht, ob der einfach zu nervös ist oder so. Ja, man muss Ausdauer haben, aber ich glaube, das Ende der ersten Folge hat mich direkt gefangen. Und danach geht die Storyline auch wirklich brutal gut weiter. Und wie gesagt, es sind ja diese unterschiedlichen Sprecher, die immer aus ihrer Ich-Perspektive erzählen. Mhm. Und das Geile, was ich dabei finde, ist, du hast dann die Szene einmal aus der Sicht der einen Person und dann auch einmal wieder aus der Sicht der anderen Person, wo sie sich quasi überschneiden, diese Geschichten. Ja. Mhm. Und das finde ich halt unheimlich cool, wenn du siehst, so weiß ich nicht, der eine ohne zu spoilern, betritt den Raum und guckt sich um und in der anderen Story erfährst du, dass schon jemand in dem Raum drin war und dabei beobachtet hat, wie der andere in den Raum reingeht. Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr gut gemacht. Ja, und aber du hast halt immer noch über diesen einzelnen Storylines halt wirklich noch dieses große Mysterium, was dieser Darkseid Park, dieser namensgebende Darkseid Park ja immer noch ist. Also es wird halt versucht von verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Ebenen versucht, dieses Mysterium irgendwie ja zu entblättern. Ja, und du hast halt undurchsichtige Charaktere, wo du denkst so, okay, was ist das jetzt für einer, was macht der hier? Was will er hier? Oder andere Personen, mit denen du total mitfieberst, wo du denkst, oh Gott, ja, halt noch durch, du überlebst es noch und dann zack, ist die Folge zu Ende und dann denkst du, scheiße, was ist jetzt mit der genau, Person? Genau, der kommt erst in 3 oder 4 Folgen oder in 5 Folgen ja, wieder. Genau, du kannst nur quasi am Sprecher erkennen, oh, die Story von dem geht weiter, endlich. Genau. Zwischendurch werden aber noch 3 andere Handlungsbögen aufgespannt, die das Ganze dann noch komplexer gestalten, also unglaublich cool geschrieben, weil wie gesagt, einerseits ist das von dem Ivo Leon Menger, aber der hat auch ganz viele Co-Autoren, die ihm da die werden auch am Anfang auch immer gesagt, wer die Folge geschrieben hat auch, also es genau, sind glaube ich immer so 3 oder 4 verschiedene. Genau, er hat da glaube ich so den großen Bogen von, aber so die einzelnen Folgen werden dann immer doch von anderen Leuten gemacht. Ich bin gerade mal auf der Webseite. Hui. 2000. Kann man irgendwas klicken? Kann man auch bei Spotify übrigens hören, sehe ich gerade. Genau, die machen jetzt ganz groß Werbung. Die haben das jetzt alles nach Spotify geschoben. Ja, da habe ich ja das nächste denn auch. Ja. Und also ich fand das eine ganz, ganz tolle Erfahrung, das so zu sehen. Wie gesagt, ich bin der Hörspielfan, der auch gerne mal was mit Ton und Geräuschen, Explosionen. Hast du hier alles nicht? Es wird alles rein erzählerisch rübergebracht. Und wobei, glaube ich, in der letzten Folge auch sogar ein bisschen. Ja, da passiert ja, da passiert ein bisschen mehr. Ja. Na? Und wenn man sich das tatsächlich anhören möchte, sollte man auf jeden Fall sich Zeit nehmen, ja. Kopfhörer aufziehen. Und Autofahren ein bisschen schlecht. Ja. Aber um es wirklich genießen zu können und auch wirklich diese komplexeren Handlungen. Ich habe manchmal das Problem, wenn ich sowas im Auto höre, dass ich auch die Hälfte nicht mitbekomme immer. Weil ich mir dann doch mal auf den Verkehr konzentrieren muss. Weiß ja. Ja. Aber
Ach, die, ja, die Watsons gab es ja. Ja. Genau. Wer wissen möchte, was ein Watson ist, oder wer endlich erfahren möchte, was es mit dem mysteriösen Darkseid Park so auf sich hat, sollte sich das unbedingt mal anhören. Und ja, die Sprecher, das sind alles von Rang und Namen. Der Alex hier im Live-Chat hat auch schon einige Namen mal in den Raum geworfen, wie Detlef Bierstedt und Till Hagen. Mhm. Ich habe jetzt leider keine Liste auf die Schnelle gefunden. Ja, ich suche auch, ich gucke auch gerade, ob ich irgendwie die Sprecher finde, aber es ist ja irgendwie schon alles so, was man so in Deutschland so dabei hat, ne? Na, und in Hörspielkreisen, die genauso bekloppt sind wie die Brettspielkreise, hat das Ding auch entsprechend Preise abgesahnt. Hat es das? Keine Ahnung. Also da stecke ich jetzt gar nicht drin, ne? Nee, ich sehe es halt hier jetzt gerade auf der deren Seite. Ja, ich sehe hier gerade, also es sind auch die Autoren, sind zum Beispiel auch die drei Fragezeichen geschrieben haben. Ja, da habe ich ja keinen Zugang zu irgendwie. Da bist du ja der Experte. Ja, Experte, ich... Das sehe ich anders. Ich mit drei Fragezeichen, ihr könnt mich jetzt steinigen, aber da komme ich irgendwie nicht mit, ja. Nee. So ist es jetzt schon. Irgendwie nicht, ja. Muss ich jetzt ausmachen oder was? Nein, das geht schon. Du wirst weiter akzeptiert. Naja, wie gesagt, ja, also sprechermäßig absolut top besetzt. Super vorgetragen, auch von jedem Einzelnen. Das ist ja so tatsächlich was, was wir in Deutschland auch einfach gut haben. Wirklich gute Synchronsprecher. Ja, das hat ja durch die ganze Filmindustrie, dass ja in Deutschland die ganzen Filme alle synchronisiert werden, was ja im Ausland nicht unbedingt so der Fall ist. Also in skandinavischen Ländern zum Beispiel wird das ja gar nicht gemacht, oder in Holland wird das ja gar nicht, da wird das höchstens mal untertitelt. Aber deswegen spricht die Bevölkerung meistens dort aber auch besser Englisch. Das ist wahr. Das ist ich glaube, es ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja, ich glaube, aber die Synchron ist in Deutschland wirklich eine ganz hohe Geschichte, also diese Synchronsprechergeschichte. Ja, zum einen das, und da ist ja auch Unterschiede von Qualität merkbar, ne? Du hast halt so billig und einfach synchronisiert und welche das total top machen. So wie in Polen, wo ein Sprecher den ganzen Film synchronisiert. Nee, da sind wir schon in Deutschland auf einem guten Niveau, denke ich, auch noch nicht immer gut, top, aber grundsätzlich das ist ein gutes Niveau. Ob man das jetzt immer haben möchte, dass das synchronisiert, oder auch lieber das Original haben möchte, das ist, glaube ich, auch eine Geschmackssache. Ja, aber durch Netflix kannst du das jetzt ja auch, also früher im Fernsehen war es halt eine andere Nummer, da war, oh, der Film wird in Zweikanalton ausgestrahlt, was Besonderes. Jetzt ist es, wenn du Netflix und Amazon benutzt, hast du irgendwie bei 80% der amerikanischen Filme auch die englische Tonspur dabei. Oder die Originaltonspur, wenn du etwas Französisches guckst. Ja, und des Französischen mächtig bist. Netflix fängt jetzt ja auch mit Audiodeskription an, ne? Also, dass die halt so für die Blinden die Szenen beschreiben, was es halt auch manchmal in der ARD und sowas gibt. So Audio, das müsst ihr euch mal angucken. Ist übrigens, wenn er sowas findet, das ist sehr, sehr spaßig. Also wenn da hatte ich mal, das lief auch irgendwie auf dem Öffentlich-Rechtlichen, Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dieser alte Film, den mit Audiotonspur für Sehgeschädigte. Genau. Das war schon sehr spannend. Ja, das ist nochmal was anderes so, ne? Ja, und du merkst, dass sie halt versuchen müssen, oder wirklich so aufs Wesentliche zu konzentrieren, ne? Ja. So viel Schnickschnack fällt halt außen hinten über, was halt gar nicht mehr reinpasst, weil zeitlich der Sprecher sich überschlagen müsste, wenn er das alles in der Zeit erzählen müsste. Ja, aber wie gesagt, sprechermäßig das, was das deutsche Synchronteam so zur Verfügung hat, sehr gut gemacht, auch die technische Umsetzung. Und deshalb, ich empfehle sowas immer gerne als mit Kopfhörer zu hören und nicht, weiß ich nicht, beim Kochen. Beim Autofahren.
Ja, beim Autofahren hast du zumindest meistens bist du in deiner. Huch, jetzt halte ich gerade. Oh, Entschuldigung. Ja. Was, hast mich zerstört? Nee, ich hab, ja. Genau. Bin ich einfach ausgeschaltet hier. Genau, ich habe die Macht. Das war jetzt nicht. Wollen wir nochmal gleich zur nächsten übergehen? Das soll genau. Soll ich nochmal einen Trailer anspielen? Ja, mach das nochmal. Hallo, mein Name ist Emily. Ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Porterville. Das Leben ist einfach schön, denn ich bin verliebt in einen wirklich süßen Jungen. Aber das darf natürlich niemand wissen. Das ist unser Geheimnis. Liebe. Das ist so ein wunderschönes Gefühl. Deshalb sage ich dir nur eins. Genieß dein Leben. Liebe deine Familie. Umarme deine Freunde. Leb dein Leben. Solange du es noch kannst. Ich verstehe nicht. Wo sind wir? Eva Leon Mengers Porterville. Die neue Mystery-Serie. Jetzt als E-Book. Mehr unter www.porterville.de. War der Trailer jetzt so hilfreich? Ja, also das Problem, was wir jetzt natürlich haben, Porterville ist quasi der zweite Teil vom Darkside Park. Natürlich können wir jetzt über Porterville fast überhaupt nicht sprechen, weil wir damit quasi auf die Handlung von Darkside Park aufbauen müssten. Ich schneide das letzte Stückchen einfach mal weg. Ich mache da nochmal was. Ich setze da mal eine Edit-Marke. Das war hier nicht zu viel vom Darkside Park schon. Ja. Nee, aber wie gesagt, Porterville greift quasi das Ende vom Darkside Park auf. Und treibt es noch in ganz andere Richtungen. Was man hier natürlich noch sagen kann, ist, Porterville ist die Stadt. Genau. In der auch die Folgen um den Darkside Park herum spielen. Und das Einzige, was man bei Porterville jetzt sagen kann und was ich unglaublich schade finde, es bedarf eigentlich noch eines dritten Teils. Ja, also vielleicht kommt da ja noch mal was, keine Ahnung. Ja, also du hattest ja vorhin über Twists geredet und ich kann nicht sagen, Porterville setzt direkt an den Darkside Park an. Das ist ist richtig und falsch. Sie haben Verwandtschaft, sagen wir mal so. Es tauchen Personen auf, die man aus dem Darkside Park kennt. Ja. Die Emily hat, die Geschichte der Emily wird halt auch irgendwie näher erläutert und einige Charaktere. Also Porterville ergänzt oder erweitert dieses ganze Universum einfach nochmal weiter. Also es wird einfach viel mehr noch drumrum gebaut. Es erklärt einige Sachen, die im Darkside Park aufgeworfen werden und Fragen gestellt werden, aber es wirft natürlich wieder ganz viele neue Fragen auf, die bis jetzt leider nicht beantwortet sind. Aber die Erzählstruktur ist sehr ähnlich zu dem Darkside Park. Es wird auch wieder vorgelesen. Ich sage einfach mal vorgelesen oder vorgetragen von einzelnen Personen. Genau. Und kein Hörspiel an der Stelle. Ja, wie gesagt, dazu können wir. Vielleicht sollte man nicht so viel über Porterville reden. Also wenn man Darkside Park sich angehört hat und wissen will, wie es da weitergeht, dann kommt man um Porterville sowieso nicht drum rum. Weil wenn man durch Darkside Park durch ist und diese Struktur halt einfach mag, die findet man hier auch wieder. Und es geht halt mit Charakteren weiter. Es geht mit neuen Charakteren weiter, es geht mit alten, ja, mit alten nicht, aber es tauchen alte auf. Sagen wir es mal so. Genau, ich überlege gerade, ob. Nee, ich glaube, es sind alles komplett neue Sprecher. Nee, ein Sprecher ist tatsächlich noch auch aus Darkside Park mit dabei. Einen Charakter treffen wir wieder. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Ja. Wäre jetzt auch schon ein Spoiler. Da fragt einer, welcher? Ich weiß es. Spoiler. Wir könnten uns, vielleicht machen wir im Anschluss hier, wenn wir mal durch alles durchgegangen sind, nochmal eine kurze Spoilerwarnung und können da etwas freier erzählen. Willst du das machen? Hat jeder die Möglichkeit auszuschalten. Jetzt bleiben wir erstmal spoilerfrei. Okay, dann machen wir dann nachher Outro und dann machen wir nochmal Spoiler-Part. Genau. Das könnten wir Spoiler, so, Spoiler, Spoiler. So könnten wir es machen. Ja, so. Das ist jetzt das Anteasern auf die. Wollen wir einfach mal weitergehen, bevor wir hier uns um Kopf und Kragen reden? Ja, ich würde mal ganz, ganz kurz, weil wir auch sagen, wir reden jetzt hier über ein bisschen über den Ivar-Leon Menger. Noch mal ganz kurz vielleicht erklären, so genau kenne ich jetzt auch sein Ding nicht, aber so was er so grundsätzlich so macht, er ist halt Autor dieser ganzen Sache, führt aber auch, glaube ich, Regie, ist aber zum Beispiel auch, was dich jetzt wieder nicht interessiert, ist Autor von 3 Fragezeichen-Folgen, aber auch von Comics. Die hat er wohl auch mit dran gearbeitet. Aha. Ist aber auch relativ untriebig auf YouTube mit einem Blog. Und gibt da auch viele Insider-Infos. Gibt sowieso auf YouTube einige Making-of-Videos auch von den Sachen, die sie gemacht haben, von der sogenannten Psycho-Thriller GmbH. Ja, das ist immer dieses Pew, was ihr am Anfang der Trailer gerade gehört habt. Ja. Ja, da hat er auch noch einige andere Sachen gemacht, auf die wir jetzt gar nicht eingehen können. Aber das ist schon so ein klassisches Multitalent, ne? In dem kreativ-künstlerischen Bereich, glaube ich. Ne? Das ist, kann man neidisch werden, ne? Ja, wenn man sowas kann. Kann ich auch. Ja, und aber sein absolutes Sahnestück, seine absolute Krönung, haben wir uns jetzt für den Schluss aufgehoben. Die wir sie jetzt bringen, ne? Genau, und da gibt es natürlich auch, das finde ich total toll, dass es für Hörspiele, Hörbücher jetzt mittlerweile auch Trailer gibt. Und die ermöglichen uns jetzt hier auch mal was einzuspielen. Und dann kannst du mal loslegen. Machen wir. Erinnern Sie sich noch an den Sommer 1983? An die ersten BMX-Räder? An Duran Duran auf ihrem Walkman? Ja, das sind alles schöne Erinnerungen. Aber in der kleinen Küstenstadt Harmony Bay sind Dinge passiert, an die sich niemand mehr erinnern möchte. Im Führerhaus vorne, da liegen 2 entstellte Leichen. Das war kein natürlicher Tod. Das war der schlimmste Tod, den Sie sich vorstellen können. Sind Sie Sheriff Cody? Ja, und Sie sind? Wenn ich Ihnen das anvertraue, Sheriff, muss ich Sie anschließend leider töten. So viele Tote in diesem kleinen, idyllischen Städtchen. Wer auf diese Weise tötet, der empfindet Spaß daran. Ein Serienkiller? Er hat einen schwarzen Anzug an, so wie du, Daddy. Du darfst das kleine Mädchen nicht aus den Augen lassen. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Sie, das Monster von Harmony Bay. Ja, jetzt ist zu Ende. Und du sagtest, du hast eben Gänsehaut. Ja, ich glaub, das ist jetzt natürlich ein bisschen moderner und das ist jetzt, nochmal. Ja, noch. Wir reden über Monster 1983. Wie alt warst du 83? 5. Ja, ich war da schon 6. Ich war da dir voraus. Ja, weit voraus. Ja, bei Monster 1983 handelt es sich ja tatsächlich um ein Hörspiel, was mit allem Zip und Zap daherkommt, was so ein Hörspiel haben muss. Es gibt geile Musik, es gibt Soundeffekte, Explosionen, alles mögliche, Hintergrundgeräusche, Wellen, Regen, Gewitter, hast du nicht gesehen. Alles, was zu einem richtigen Hörspiel dazugehört. Und auch schon wie beim Darkside Park eigentlich, haufenweise super Sprecher.
Ja, das hat man jetzt im Trailer ja schon nochmal gehört. Also da ist nochmal eine Spur draufgelegt worden. Da ist wirklich das Who is Who des deutschen Synchro-Cast dabei. Also da ist alles, was Rang und Namen hat, spricht da irgendwie mit. Und man kennt die ganzen Stimmen sofort aus irgendeinem Film. Oder ich habe da meistens halt schon irgendein Bild im Kopf. Und aber da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist einfach Regal, ja. Das gibt's jetzt aber nicht mehr bei Spotify. Das ist jetzt noch, das müsst ihr, wenn ihr euch das anhören wollt, müsst ihr euch das bei Audible gibt's das exklusiv zu kaufen halt einfach. Oder bei Amazon irgendwie downloaden oder sowas. So gibt's das sonst nicht gerade frei zur Verfügung. Nee, genau, ich habe mir deswegen auch extra ein Audible-Konto irgendwie für die drei Staffeln gemacht und hat sich's gelohnt? Die erste Staffel hatte ich halt über das kostenlose Abo, also über den Probemonat, den es da irgendwie gab, und dann habe ich die anderen beiden danach noch gekauft. Also du hast ja, wenn aber du einen Monat hast du ja irgendwie einmal Guthaben. Ich habe das System irgendwie noch nicht so ganz durchstiegen und dann habe ich mir die anderen halt gekauft. Ja, aber ja, wenn ich es nicht gut gefunden hätte, hätte ich es nicht gekauft. Also es sind halt drei Staffeln. Drei Staffeln, die halt da erzählt werden. Und ja, deswegen habe ich die auch gekauft. Ist jetzt auch abgeschlossen. Also ist halt auch, oder gab es jetzt noch ein offenes Ende? Nee. Monster 1983 ist komplett abgeschlossen. Ja, nein, ich überlege gerade, ob da noch irgendwie was offen war, aber eigentlich nicht. Nee, die hatten alle. Das habe ich auch natürlich. In kürzester Zeit habe ich das jetzt auch konsumiert. Ja, also, wie gesagt, es dreht sich alles um ein kleines Städtchen namens Harmony Bay im Jahre 1983. Und das ist schon eine der schicken Sachen dabei. Es spielt halt alles so im Stil der 80er Jahre. Ja, es werden auch andauernd irgendwelche Popkultur-Referenzen fallen gelassen, so von wegen E.T. und es gibt da einen Jungen, der sagt, ich habe die neuesten Videos, ich habe jetzt irgendwie Alien oder Rambo oder halt. Genau, auch, Rambo wird angesprochen. Ja, irgendwie andauernd kommt denn sowas. Manchmal ist es ein bisschen cheesy, also manchmal ist es ein bisschen zu sehr, finde ich, ins Gesicht so reingedrückt, so von wegen, hey, wir versuchen jetzt wieder so eine Referenz reinzudrücken, aber ja, es passt schon. Ja. Und so ein Side-Fact an der Sache, was ja nicht gewollt war, aber was sich einen glücklichen Zufall sich zusammengeführt hatte, zum selben Zeitpunkt als Monster 1983 rauskam, kam auch auf Netflix Stranger Things gerade groß raus. Ja, okay. Mhm. Also gerade diese, wer Stranger Things nicht sagt, ist eine Mystery-Serie mit Jugend oder mit Kindern eigentlich, die auch in den 80er Jahren spielt. Ne, so als kleiner Info dazu, die spielen halt gerade, fangen gerade an, Rollenspiele zu machen, so D&D und verkleiden sich zu Halloween als Ghostbusters. Ne, also das ist gerade deren Welt, wo die Kinder sind, und zur selben Zeit spielt halt auch dieses Monster 1983, und das zeigt so, die haben beide gerade diesen Zeitgeist getroffen, wo die Leute wieder so verträumt an die 80er Jahre denken. So denkst du, oh ja, die 80er, oh ja, hier die und die Musik und ja, das hat man im Fernsehen gesehen. Mit dem Trailer ja auch schon an, indem sie irgendwie Kassetten triggert, also diese Keywords triggert irgendwie beim Hörer, so ja, denken, erinnern sich an Duran Duran und was weiß ich, und das machen die schon sehr bewusst. Aber worum geht's denn überhaupt? Wollen wir darauf nochmal kurz? Ja. Ja, du hattest ja gesagt, es spielt in Harmony Bay, so einem kleinen Örtchen, keine Ahnung, wie groß das ist. So ein Hafenstädtchen halt. Hafenstädtchen da irgendwo an der Westküste, also Oregon, glaube ich sogar, sagen wir. Es ist, glaube ich, nicht so weit weg von da oben. Oben links, könnte man sagen. Ich glaube, wenn man für die Größe der Stadt kann man sagen, die haben halt einen Sheriff, die haben eine Kirche, die haben einen Arzt. Genau. Einen kleinen Hafen. Jetzt kann man sich ungefähr abschätzen, wie groß diese Stadt ist. Ein Diner, ein Hotel, ja. Ein Restaurant noch, ein Radio, ein Radiosender, den die ganze Stadt hört. Also eigentlich diese klassischen Bausteine, die man auch so aus so, weiß ich nicht, so Stephen King-Geschichten kennt.
Stephen King oder so irgendwelchen Horrorfilmen aus den 80ern. Also alles diese ganz klassischen Elemente, die man sofort wiedererkennt und in Anführungszeichen sich irgendwie heimisch drin fühlt. Ja, die erste Staffel spielt ja auch nur in Harmony Bay. Das ändert sich ja dann auch noch mal. Ich überlege gerade. Genau. Du sagst schon direkt Staffel, ne? Das ist tatsächlich eine dreiteilige Hörspielserie in Staffeln aufgeteilt, wie halt eine Fernsehserie. Und jede Staffel hat 18 Stunden. Keine Ahnung, eine Menge. Ich glaube, irgendwie sind es 18 Stunden oder so. Auf jeden Fall unglaublich. Also, ich muss ja sagen, das fand ich eigentlich bei der ersten Staffel auch noch, das ist jetzt auch noch nicht spoilermäßig, sondern die erste Staffel wird auch so rückblickend erzählt. Also es passiert am Anfang was und dann gibt es halt Rückblick auf, ich glaube, die Woche vorher und es oder die 10 Tage vorher, glaube ich. Und jede Folge erzählt einen Tag. Das ist bei den anderen Folgen, Staffeln dann nicht mehr so. Aber das fand ich richtig cool. Das ist quasi wie bei der Lindenstraße. Lindenstraße-Hörer wissen mehr. Da wird ja auch immer ein Tag erzählt. Der Donnerstag vor dem Sonntag übrigens. Im Normalfall. Bitte? Ach so, ist das so? Das ist bei Lindenstraße, die fängt immer morgens an und endet halt irgendwie abends, nachts. Die Folgen. Ach, guck an. Ja, das ist so Struktur. Muss man drauf. Also, wenn das. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ist aber so. Oh, also, eine Folge erstreckt sich so über einen Tag. Und so ist es halt bei dem Monster 83 ebenfalls so. Da wird das immer so tageweise erzählt. Ja. Siehst du wieder was dazugelernt? Ja, wieder. Mal wieder Lindenstraße gucken. Nein. Habe ich am Sonntag versucht? Nein. Nein. Ich habe gedacht, wer sind diese Leute? Nein, aber genau. Wo waren wir? Kleinstadt, Westen der USA, also einer Hafenstädtchen. Und es passieren merkwürdige Dinge. Es sterben Leute. Genau. Und im Mittelpunkt steht halt der Sheriff dieses kleinen Städtchens, der jetzt da neu angefangen hat. Auch eigentlich so diese klassische Situation, neuer Sheriff kommt in diese Kleinstadt, muss sich dort beweisen. Wie gesagt, da sind so viele Anspielungen auf diese bekannten Sachen, aber sie passen einfach unglaublich gut ineinander. Ja, und der Sheriff wird halt gesprochen von halt David Nathan, ne? Das ist ja hier, wen spricht der? Christian Bale, Johnny Depp, glaube ich ja auch. Ne? Also das ist so eigentlich so, glaube ich, eine der absolut bekanntesten Synchronstimmen Deutschlands. Ja, und wenn es um irgendwelche mysteriösen Hörbücher geht, ich glaube, der hat so viele Hörbücher auch schon gelesen, vorgelesen. Das ja. Echt auch unglaublich. Ja, das ist wohl wahr. Aber ja, wie gesagt, um diese Kleinstadt, da passiert jetzt einiges. Man wird wieder mal auf verschiedene Fährten gelockt, wird stehen gelassen. Ja, es gibt halt verschiedene. Es gibt ja auch mehrere Handlungsstränge. Es gibt ja nicht nur einen. Ja, das kommt noch wieder hinzu. Also mehrere Handlungsstränge, Informationen oder wo man sich halt denkt, so, oh, das ist es und na, dann doch nicht. Dann haben sie wieder einen in die Irre geführt oder so. Aber unglaublich spannend erzählt und halt tatsächlich dieses, ja, da sind halt auch dann Jugendliche mit dabei, die da ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Es gibt so diesen klassischen Landarzt da, ne, der, ja. Der aber trotzdem alles machen muss und eigentlich auch so, glaube ich, so der bestbezahlte Chirurg in irgendeinem High-End-Krankenhaus sein könnte, bei dem, was der alles kann. Ja, der kann alles. Outen auf ja. Zu reparieren. Genau. Ja, und wie es natürlich auch so ist, nach der ersten Staffel wird man mit einem ganz üblen Cliffhanger eigentlich stehen gelassen. Ja. Ja. So, und ist alles offen. Ja. Ja, man hat eigentlich viele Informationen bekommen, aber man weiß halt nicht, wie sie zusammengehören. Oder ob es auch die schlussendlichen Informationen sind, die man bekommt. Also man hängt am Ende wirklich im luftleeren Raum und denkt so, okay,
gut, dass ich auch erst damit angefangen habe, als es alle drei Staffeln schon gab. Weil sonst hätte ich echt in den Tisch gebissen und gesagt, verdammte Axt, wann erfahre ich, wie es weitergeht? Aber wenn man natürlich dann die Möglichkeit hat, direkt Staffel 2 anzufangen, geht es halt auch direkt knallhart weiter. Mhm. Ja, wir sollten echt über den Spoiler-Part nochmal gleich reden. Ja. Die Erzählstruktur, wie gesagt, wird ein bisschen geändert. Ja, auch das ganze Hörspiel ändert sich ein wenig. Ne? Also es verlässt so die Pfade, die es beim ersten gegangen sind. Mhm. Es wird langsamer, glaube ich, von der Erzählung her. Man lässt sich sehr viel Zeit, mehr um Dinge vorzubereiten. Noch weniger für Matthias. Das kann gut sein. Ich habe keine Zeit für. Nee. Also noch mehr erzählt, noch mehr auf die Charaktere eingegangen. Ich denke mal, das wird wie so bei so einer klassischen Serie auch dafür sein, um die dritte Staffel quasi vorzubereiten. Dass du da Charaktere liebgewonnen hast. Naja, die dritte Staffel ist ja nochmal wieder anders. Die kippt ja dann, ja, das hatten wir uns ja mal drüber unterhalten, es kippt ja nochmal eine ganz andere Richtung. Mit, ja. Aber, ja, es ist ganz klassisch, also ganz super aufgebaut. Es gibt eigentlich, fand ich, keinen Part, der irgendwie langweilig war. Stellenweise waren Sachen vorhersehbar. Aber da ich ja jetzt den Darkside-Park vorher gehört hatte und wusste, dass viele Sachen nicht so sind, wie sie am Anfang scheinen, war ich die ganze Zeit darauf gefasst, gleich kommt noch irgendeine Info und es dreht alles wieder auf links. Mhm. Und du sitzt gespannt immer davor und traust dich erstmal nicht zu glauben, dass das jetzt die Auflösung ist. Und manchmal ist sie es und manchmal ist es auch nicht. Und das lässt sich halt überhaupt nicht vorhersehen an vielen Stellen. Das ist also ganz toll gemacht. Und kann man eigentlich jedem nur wärmstens empfehlen. Und hier noch mehr die Empfehlung, das Ganze mit Kopfhörern zu hören. Ja. Weil hier hast du wirklich Sound, Kulisse. Also ich habe auch das Gefühl, dass in der Monster 83 Produktion viel Geld drin steckte. Ja. Also, ja, das ist ja auch eine reine Audible-Produktion. Ne? Die ja, haben da, deswegen haben die da wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Die haben da mal ein bisschen Geld mit in die Hand genommen. Das muss man jetzt grundsätzlich sagen. Audible hat da einige Sachen, wo die Geld reingeworfen haben, wo richtig gute Hörspiele. Audible ist ja eigentlich bekannt so als der Hörbuchanbieter schlechthin hier im deutschen Markt. Hm. Aber die haben auch einiges an Geld. Die haben selbst Hörspiele produzieren lassen. Was war da jetzt letztlich? Akte X. Okay. Da haben die tatsächlich den alten Sprechercast. Also für Mulder und Scully. Okay. Rangezogen. Und die haben quasi die Story auch weitergeführt. Also basiert auf irgendeinem Roman, glaube ich. Welche Story bei Akte X? Nach der vierten Staffel steigt man noch da aus, oder? Ja, es ist nicht Lost. Keine Ahnung, Akte, da wollte ich auch irgendwann nochmal wieder einsteigen bei Akte X, so von vorne. Ja. Mal so richtig. Aber wie gesagt, und das ist halt natürlich schon toll, wenn du den alten Sprechercast wieder hast und denkst, oh ja, du hast halt sofort Bilder, ne? Da muss halt keiner was für tun, dann spricht Mulder irgendwas und du siehst direkt, wie heißt der, David Duchovny, wie er da als Mulder Bleistift in die Decke wirft. Ja. Ja. Also, oder jetzt haben sie auch, was ich noch nicht gehört habe, Alien als Hörspiel. Okay. Du bist der also Abonnent, ne? Ja. Ich ja nicht. Jetzt was soll man denn noch alles bezahlen? Ach, irgendwo muss das Geld ja hin. Ach so. Sonst kaufe ich ja nur Kickstarter-Sachen. Ach so. Ne, die Sachen kannst du ja auch, die behält man denn ja bei Audible auch, ne? Auch wenn man das dann kündigt. Also die gehören ja einem, die Sachen, oder wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Das ist ja, wenn ich zum Beispiel bei PlayStation irgendwie das Plus nicht mehr habe, habe ich halt die kostenlosen Spiele dann nicht mehr. Den gehören mir nicht. Ja. Alien in den Schatten. Oh, wow.
Mensch, David Nathan spielt da mit. Verdammt. Ich glaube, ja, dass das macht. Kann ich noch irgendwas groß sagen, ohne jetzt tatsächlich zu spoilern? Ich lass uns mal spoilern. Darauf hätte ich jetzt Bock. Also. Gut. Also nochmal die ganz große Empfehlung. Hört euch den Darkside Park an, hört euch Porterville an und hört euch Monster 1983 an. Genau. Auf jeden Fall. Darkside Park könnt ihr euch sogar kostenlos auf Spotify anhören, wenn ihr mit rein starten wollt. Bisschen Sitzfleisch für die ersten ein, zwei Folgen sollte man mitbringen. Wenn man dann sagt, nee, das ist gar nichts für mich, dann kann man noch ausmachen. Aber wenn es einen dann gepackt hat, dann kann man da zumindest alles tatsächlich einmal durchhören. Und wenn man dann noch Lust hat, dann kann man das weiterführen und sagen, okay, jetzt höre ich mir noch Porterville oder kauf mir dann noch Porterville oder kauf mir dann noch Monster 1983. Ja, wollen wir mal ein Outro machen und dann gehen wir noch mal ins Spoiler-Part? Genau. Also wer sich das anhören will, macht jetzt aus bitte. Wir spoilern jetzt noch ein bisschen, glaube ich. Genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche auch wieder mit den normalen Bretterwissern. Da ist Matthias auch wieder dabei. Ach so, ja, ich könnte ja mal schreiben, wie ihr das findet. Oder ach, wir haben einfach Spaß dran, wir machen es einfach, oder? Genau. Ihr könnt uns ja sowieso nicht aufhalten. Muhaha. Genau, wir wissen jetzt auch gar nicht, wann die Folge kommt. Die kommt irgendwann und was vorher war und hinterher. Genau, ich drücke jetzt mal aufs Outro. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Bis dann. Tschö. Schon wieder fast aufstoßen. So was. Man kann keine Kohlensäure trinken. So, jetzt das mit dem Spoiler-Part war jetzt irgendwie in der Sendung. Aber apropos Spoiler, ich habe gerade mal auf der Facebook-Seite von Iva Leon Menger nachgeguckt und der gute Mensch ist wieder umtriebig und es gibt eine zweite Staffel Porterville. Arbeitet an einer neuen Serie bei Audible. Ach, verdammt. Unter anderem auch wieder mit Detlef Bierstedt. Ja, wenn man da seine Leute hat, dann wie soll ich die mal liken? Autor bei Audible. Der hat in Holzminden studiert? Was? Okay. Skandal. Ist auch in Darmstadt geboren. Ist ja Holzminden studiert an der HAWK. In der Uni da. Ach ja. Genau, so. Fangen wir nochmal von vorne an. Also, Ivan Leon Menger hat eine Serie gemacht, die hieß Darkside Park und am Ende sterben alle. Nein. Also, wir können jetzt einfach mal raushauen. Ganz am Ende stellt sich raus, es dreht sich um was? Zeitreisen. Ja. Ja, das hat man im Trailer ja. Ich habe ihn wahrscheinlich weggeschnitten. Also, die Serie, wir hatten ja gesagt, sie spielt mit verschiedenen Charakteren. Sie spielt auch in verschiedenen Zeitebenen. Was man aber auch erst später herausbekommt. So. Also, ich meine jetzt diese Indianer-Folge zum Beispiel. Genau. Und dort tauchen halt irgendwelche, da wurden halt auch irgendwelche diese, wie war das, Alpha ist der, oh Gott, der erste, ach es gibt da irgendwie so ein Monster, was dort halt auch auftaucht, so ein bisschen, wer Computerspiele kennt, Slenderman mäßig, also so ein bisschen, wie war es, lang und dürr und weiß und lange Arme, genau. Und der taucht halt auch in vielen Folgen halt auch auf in verschiedenen Zeitebenen. Ja, und das Schöne bei Darkside Park ist, du hast diese wiederkehrenden Symbole, ne? Das Schwein, so, der LKW mit dem Schwein, was sich den, das wird auch immer wieder erzählt, es lacht, wenn es sich gerade das Rückensteak irgendwie gerade aus seinem Rücken schneidet oder irgendwie so. Genau, das wird jedes Mal auch wieder erwähnt. Ja. Bei Porter wäre denn übrigens, ja, ebenfalls. Ja, aber auch hier der Gremlin und sowas alles und. Genau.
Ja, der Hudson Tower heißt er, ne? Hudson Tower ist das. Bei Darkside Park heißt es doch Hudson Tower, ja. Ja. Ach, wie heißt denn bei Porterville dann? Das ist der Sato Tower. Genau, der Sato Tower. Naja, auf jeden Fall, das Ganze wird halt so geil aufgebaut, dass du halt auf dieses Zeitreisethema bin ich halt tatsächlich überhaupt nicht gekommen. Nee, auch gar nicht. Also, nee. An keiner einzigen Stelle wird das irgendwie für mich, oder ist das nicht klar geworden? Es wird schon klar, weil es ja kein Kontakt, also es ist, dass dort irgendwas Mysteriöses ist, ist ja klar, weil man ja keinen Kontakt von Porterville zur Außenwelt irgendwie hat. Der wird ja auch immer unterbunden. Es gibt ja genau. Diese Folge, wo dann dieser Verrückte, dieser, ich will jetzt nicht sagen Freak, weil der ist später, aber dieser, ich weiß nicht, Knasti oder was es war, der dann ja diesem Zahnarzt auch in einer sehr drastischen Szene die wollen auch dann mit dem Auto da irgendwie über die Grenze hinweg. Genau, und das wird versucht zu drastisch und versucht zu unterbinden. Genau. Und das deutet sich halt so im letzten Drittel, sage ich mal, an, dass dort irgendwas ganz komisch im Argen ist. Also dass dort sowieso was im Argen ist, ist ja klar, aber was dort wirklich rund läuft und ich fand halt so geil, du findest halt, oder startet halt mit diesem einen Typen, die erste Folge, der erst hauptsächlich über sich erzählt, was er nicht für ein geiler Typ ist, was das für ein Heini ist. Ich dachte erst so, hier, was worum geht's hier? Superhelden oder was weiß ich? Und dann startet halt die zweite Folge und auf einmal geht es in so eine Irrenanstalt, in so eine alte Nervenheilanstalt, wo du direkt auch wieder so ein Bild im Kopf hast von so einer alten, runtergekommenen Villa irgendwie. Hier Arkham Asylum. Ja, das heißt ja auch Abedias Asylum. Genau. Ist mir gerade irgendwie nochmal irgendwo bei Wikipedia oder irgendwo. Ja. Und gerade da in dieser Folge wird das so eine krasse Stimmung und du denkst so, oh, mysteriös, was geht denn hier ab? Und dann kommen diese Penner da an, die ja, genau, die Obdachlosen. Genau. Die ja später auch noch eine Rolle spielen, in Porterville ja auch eine gehörige Rolle spielen. Ja, die grundsätzlich eine große Rolle spielen, was man aber gar nicht kapiert am Anfang, ne? Ja, richtig. Es wird so offensichtlich darauf hingewiesen, dass diese Obdachlosen irgendwas zu tun haben mit dem Ganzen, aber nachher, was es nachher sind, dass es eigentlich so Beobachter sind. Ja, genau, die keiner beachtet. Genau. Und das wird dann später auch noch ausgenutzt. Aber das war auch eher bei Porter. Aber das verfließt gerade alles so ein bisschen ineinander. Aber dieses Zeitreisen-Ding ist halt wirklich so, also für mich kam es sehr unerwartet. Ja. Und schade, dass Matthias wahrscheinlich bis dahin nicht gekommen ist. Weil er mag ja Zeitreisen, hat er uns mal gesagt. Und wir haben gesagt, hör es dir mal bis zum Schluss an. Oder ja, ich habe keine Ahnung, ob es bis dahin gehört hat. Müssen wir ihn nochmal fragen. Aber das war schon sehr gut und auch so diese ganze Geschichte mit dem Frozen King A Plus, diese Kühlschränke, die überall in Porterville stehen. Jeder hat diesen Kühlschrank und irgendwann stellt sich dann raus, dass diese Kühlschränke quasi Türen sind in ein verzwicktes Gängesystem, was im Hintergrund durch die Häuser führt, wo dann der eben angesprochene Alpha irgendein mysteriöses Wesen durchgehen kann, um sich dann da auch mal die Leute zu schnappen, die nicht so sind, wie sie sein sollten oder die nicht das tun, was man möchte von ihnen. Ja, genau, Alpha und genau. Aber im Gegensatz, also es geht mir jetzt gerade so nochmal im Kopf durch, so im Gegensatz zu Porterville ist das schon doch eher eine kompaktere Story, so, ne? Es ist so, wenn ich überlege, was bei Porterville jetzt alles drumherum passiert, ist das noch mehr, was man erfassen muss. Ja, da können wir einfach mal ganz kurz den Rahmen zu Porterville schlagen. Also Porterville setzt am Ende von Darkside Park quasi ein. Am Ende von Darkside Park passiert nämlich was, und zwar wird eine Person, wird dem gezeigt, wie hier dieses Zeitreise-Ding, das funktioniert, aus der Zukunft. Und während eines dieser Transporte in die Zukunft, glaube ich, ne? Und in die Zukunft. Genau. Passiert irgendwas und die komplette Stadt
wird aus dieser ihrer Zeitzone geschmissen. Genau, ins Jahr 1600 oder sowas? Oder war es, oder ist es noch früher? Ja, irgendwie so. Es gab zwei Zeitsprünge. Also es im Verlauf der Serie Porterville kommt halt heraus, dass es noch einen gibt. Also es gab zwei. Genau, und da setzt halt Porterville an und hat jetzt das, dass es halt auf mehreren Zeitebenen jetzt diese, glaube ich, drei Storys insgesamt irgendwie erzählt, ne? Ja, es gibt halt die Studenten, die ja das Mysterium um Puerta Vila lösen wollen. Also weil irgendein Forscher irgendwas mal sowas eingezeichnet hat, eine merkwürdige Stadt irgendwie um 1800 oder was weiß ich. Und dann gibt es noch, es gibt zwei Zeiten. Ich musste gerade neu überlegen, ja. Und irgendwann ist es dann so, dass diese, also am Anfang wird halt gesagt, dass diese Stadt irgendwie unter einer Energiekuppel sich befindet. Also es gab mal im Fernsehen diese Serie The Dome, hieß die. Da gab es auch so eine Kuppel über der Stadt. Und diese Stadt. Gab es auch ein Buch zu. The Dome, ja? Also. Ja, es ist ein Stephen King-Roman. Okay. Ja, stimmt, das kann sein. Und diese Stadt ist halt mit so einem Energieschild irgendwie versehen worden. Wie das dazu gekommen ist, wird halt auch während der Serie da dort genauer vorgestellt, aber es wird immer gesagt, das draußen ist gefährlich, das draußen tötet euch. Das ist so die große Prämisse bei der Serie Porterville. Das draußen, genau. Was ist mit dem draußen, was ist das? Also man weiß ja, dass es halt sich irgendwie um Zeitreisen handelt, trotzdem weiß man am Anfang nicht, was geht hier überhaupt ab, also diesen Trailer, den ich ja vorhin gespielt habe, da ging es ja um Emily. Und das ist einfach ein normales, ich sag einfach mal ein normales Mädchen, was irgendwie 14, 15 oder sowas ist. Genau. Und das ist halt so eine Geschichte, die einfach normal, also so eine normale Geschichte in so einer, ich will jetzt nicht sagen kriegszerrütteten Stadt, aber doch so ein bisschen so an so einer, ja, angegriffene sind sie ja auch nicht, aber in so einer ein bisschen heruntergekommenen Stadt, die jetzt so ein paar Probleme hat, auch mit den Käfern. Und ja, das wird halt am Anfang so gar nicht so deutlich, was überhaupt los ist. Und dann gibt es halt wieder diesen Sprung in der Story, dass es halt zu irgendwelchen Studenten geht. Ich glaube im Jahr 2000, keine Ahnung, 25, also nicht allzu ferne Zukunft von uns. Würde ich mal sagen, weil sie sagen ja irgendwie, ey, du fährst noch ein Verbrennerauto. So, da würde ich es jetzt mal so datieren. Und dann gibt es ja noch, ich überlege gerade. Ja, sie sagen ja auch immer irgendwie, wenn die Story halt anfängt, die ja wieder vorgelesen wird, jetzt sind wir halt wieder bei dem Vorlesen, wann die war, also wann das jetzt spielt, was das mit dem Datum auf sich hat, macht sich halt auch erst während der Serie so ein bisschen klarer. Am Anfang ist das so, hä, was? Aber es gibt ja diese Zeitrechnung ab Tag 0 oder was, wie auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, und das Schicke ist halt jetzt, du hast halt wirklich diese Motive, die du aus Darkseid Park kennst, tauchen halt wieder auf. Das eben angesprochene Schwein, das lachende Schwein, dem ein Stück aus der Hüfte rausgeschnitten wurde. Und den Tower, der aber auf einmal einen anderen Namen hat und genau. Es kommt halt irgendwann raus, dass es Kämpfe gab um diesen Tower und Bürger- und Bürgerkriegsähnliche Zustände und es gab einen Regimesturz, ich nenne es einfach mal so, und dann wird halt so ein bisschen erzählt, wie eine neue Gesellschaft sich unter dieser Kuppel entwickelte und wie sich das dann doch irgendwie alles wieder in den Bach runterging. Genau. Also. Und in Anführungszeichen auch so ein bisschen gesellschaftskritisch zeigt, ne, wie das so das Unterdrücken der Leute halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Irgendwann wollen die sich wieder freikämpfen. Dann auf einmal deckt man, dass es doch ein Leben hinter der Kuppel gibt, dass das alles gar nicht so schlimm ist und dass alles nur durch Desinformation passiert ist. Diese Emily, die bricht halt irgendwann mit jemandem noch aus. Und entdecken halt eine ganz andere Welt und dann wird es halt auch nochmal sehr merkwürdig und da kriegt man halt nochmal raus, dass das irgendwie in einer ganz anderen Zeitlinie nochmal spielt. Also es ist irgendwie, also
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, in welcher Zeitebene die jetzt waren. Die waren, glaube ich, jetzt hinter der Zeit oder wie hieß es? Oder was, wie hatten sie das gesagt? Also sie waren so weit, sie sind so weit in die Zeit vorgesprungen, dass sie wieder von vorne angefangen. Oder es macht halt so ein bisschen so einen prähistorischen, steinzeitlichen Eindruck. Aber mit irgendwelcher Flora und Fauna, die halt nicht dahin passt. Also es ist, wird halt einfach auch nicht aufgeklärt, ne? Nee, und das Ende, die Serie endet damit, dass sie wieder dass die Studenten im Mittelalter irgendwie landen und dann ja. Deswegen ist alles ist noch ein bisschen sehr offen, eigentlich. Also das ist echt ein gigantischer Cliffhanger. Genau, das Ende ist irgendwie so. Darf der Mönch das wissen oder irgendwie sowas war doch. Genau, das. Es ging ja hauptsächlich um irgendeinen Mönch und denkst so, aha, hier Mittelalter, hier Mönch Benedikt, weiß ich nicht. Genau, und dann kriegt man raus, dass das die Studenten sind. Und dann haben sie auch keine Bibel, sondern, was war das, was hatten die? War es irgendwie Steintafel oder irgendwie? Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwas passte nicht so. Ja, es war nicht unsere Vergangenheit, also unsere Mönche, die man von irgendwie kennt, sondern irgendwas war falsch. Ein Detail passte oder so manche Details passten halt nicht in die Realität hinein. Und das war halt schon sehr cool gemacht. Und damit hast du auch halt am Anfang nicht gerechnet und ich saß da und dachte, wie? Oder noch vorher, oh, jetzt hier die letzten paar Folgen, jetzt muss ja was aufgeklärt werden, jetzt muss es mal zur Sache gehen. Genau, da hatten wir uns doch noch unterhalten bei uns im Slack, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt gleich die letzte Folge und ich sagte, glaube ich, noch zu dir, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Storyfäden irgendwie jetzt zusammenführen wollen, das geht irgendwie gar nicht. Ich habe nur gelacht. Weil mehr konnte man da nicht machen, weil es wird nicht aufgeklärt. Genau, und ich habe dir dann irgendwie mittags dann irgendwie noch eine Nachricht geschrieben, als ich fertig war, so, hä? Ja, aber trotzdem hat mir die auch sehr gut gefallen, obwohl die hat doch noch ein bisschen mehr Science-Fiction eigentlich. Ja, Science-Fiction, ja. Ja, ich finde halt, das ist alles groß Mystery. Da ist nicht viel Science-Fiction. Ja, stimmt schon. Na, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool alles. Ja, wollen wir noch mal zum Monster kommen. Genau, zu dem Monster. Also wie gesagt, der Darkside Park und Porterville fand ich unglaublich gut und toll. Aber als es dann noch hieß Monster 1983, hat noch ein Hörspielformat dabei. musste ich natürlich sofort reinspringen. Und das fand ich auch echt, das war ganz, ganz großes Kino. Ja, also es geht halt irgendwie, es wird halt denn am Anfang suchen sie halt einen Mörder und es entspinnt sich irgendwann so ein Mysterium und es, ja, wir sind ja im Spoilerbad, deswegen können wir es ja nennen und es kommt halt heraus, dass es ein Nachtmahr gibt, also ein Monster tatsächlich, was die Leute tötet. Ja, und Ziel der ersten Staffel ist es quasi herauszufinden, wer oder was ist dieser Nachtmahr. Genau. Ja, und ja, auch da wird man öfters mal in die Irre geführt. Ja, es gibt halt noch so eine Storyline um so einen russischen, vermissten russischen Agenten. Also spielt halt auch so ein bisschen noch Kalter Krieg der mit rein. Aber da, finde ich, haben sie ein bisschen was nachliegen gelassen. So, der ist ja dann irgendwann, taucht der ja irgendwann beim Doktor auf. Der ist halt irgendwie schwer verletzt gewesen, weil der halt einen Autounfall hatte mit dem Transportbus. Und ja, der ist ja dann irgendwann einfach tot, ne? Ja. Mit dem passiert ja nicht viel. Der wollte als Lockmittel für den Nachtmahr dienen. Genau. Ja, und aber es wird halt die ganze Zeit so. Oder das schöne Bild ist halt, es fängt halt an, dass dieser Sheriff gerufen wird, weil da ein Auto verunglückt ist. Und man findet halt so einen von den Klippen gestützten LKW mit Blut verschmiert. Hinten die Tür wurde aufgebrochen. Es ist also irgendetwas ausgebrochen. Und dann kommt halt sofort hier Agent Smith hier, also so die FBI-Agenten in den dunklen Anzügen, die sehr nebulös daherreden. Auch mit den passenden Stimmen übrigens. Ja, genau. Die dann natürlich sagen, ja, ist alles gut hier, nationale Sicherheit, bla 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 und muss alles geheim bleiben. Und der zischen dem Sheriff halt auf die Story, ja, da ist ein gefährlicher Geheimagent, ein Russe.
Und der und alles irgendwie deutet immer darauf hin, dieser Geheimagent, dieser Russe, der ist das Monster vielleicht irgendwie. So sollte man das denken wahrscheinlich, ja. Genau. Ne, dass man immer darauf gestoßen wird, hier, das ist das Monster und oder beziehungsweise diesen Geheimagenten gibt es gar nicht. Da ist irgendein Monster, vielleicht irgendein Wesen oder was auch immer, aus diesem Ding rausgekommen. Weil das ja auch immer so geheimnisvoll war, wie dieser Agent jetzt da rausgekommen ist und es war blutverschmiert und die Besatzung war tot und die Fahrer waren tot. Also da lassen die einen schon wieder sehr im Unklaren, worum es halt irgendwie gehen soll. Und das war halt schon sehr spannend, immer mitzufiebern, mitzurätseln, was es denn letztendlich sein könnte. Und was ich sehr schön fand, was natürlich auch super in so einem Hörspiel umsetzen kann, war diese Wahrsagerin, die da auf einmal auftaucht. Mhm. Die ganze Zeit die hat mit so einem, wird mit so einem Kehlkopf-Mikrofon gesprochen. Genau. So, nee. Es ist übrigens Gollum, ne? Das ist der Sprecher von Gollum, der, wie heißt der? Peter, weiß ich nicht. Ist übrigens der gleiche Sprecher wie der in der Nachtmar auch. Der kriegt ja dann auch eine, ist der gleiche Synchronsprecher tatsächlich. Wie heißt der denn? Ist ja auch egal. Ja. Glaubst du mir nicht, oder was? Doch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der Sprecher ist, den ich gerade im Kopf habe, aber red mal weiter. Ein Schatz, genau, also es gibt dann auch noch so eine zweite, Andreas Fröhlich heißt du übrigens. Genau, war doch richtig. Also du kennst ihn nicht, weil es der Bob von den drei Fragezeichen ist. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich jetzt... Stimmt, steht ja bei Google. Ja. Den kenne ich halt nur wirklich nicht. Ich kenne den anderen, den berühmten hier, Oliver Rohrbeck, den kenne ich. Genau. Ja, es entspinnt sich auch noch so eine zweite, so ein Sideplot um irgendwie so einen Manila-Club. Das spielt eher in der zweiten Staffel denn so eine Rolle. Also erstmal am Ende der ersten Staffel findet man halt heraus, wer der Nachtmann denn tatsächlich ist und dass es den auch wirklich gibt. Weil so, das ist halt alles so ein bisschen grounded in reality, ne? So versucht halt so, doch so, wir glauben nicht an so Fantasy-Kram. Also dann, ne, das ist halt doch alles sehr realitätsbezogen und die. Und bis zum Ende ist es auch noch so gehalten, dass du jederzeit sagen könntest, es gibt nicht diesen Nachtmann. Also es ist irgendwas, eine reale Person, die da irgendwas macht. Genau. Mhm. Ja. Das Geile ist, dieser Nachtmann tötet. Das ist auch eine sehr geile, also immer sehr schön beschrieben, tötet wohl mit zwei kleinen Einstichen. Einmal also liegen die Leute irgendwie meistens im Bett oder so und haben dann zwei Einstiche im Rücken. Einmal zur Betäubung, so eine Muskellähmer, dass die Leute noch leben, bei vollem Bewusstsein sind, aber sich nicht mehr bewegen können. Und getötet werden dann durch den zweiten Einstich, in dem dieser Nachtmar ihnen die Atemluft aus den Lungen raussaugt. Das wird auch einmal sehr schön dargestellt, wie das gemacht wird, als eine Person, die man in dem Hörspiel, wo man sagt, oh ja, okay, denen ist nicht schade. Ach so, der, ja. Hast du das nicht? Diesen Vollpfosten. Der mit den Hunden, ne? Ja, ich weiß nicht, wie heißt der Namen, der aber da nur gesoffen hat und seine Frau da blöd angemacht hat. Ja. Kind, wo das sagt, oh ja, ist nicht schade um den. Die hatten auch nur Hunde, die hatten auch irgendwie Rambo und. Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall, glaube ich. Auf jeden Fall tut es einem diesen Typen dann entsprechend nicht leid, aber es wird auch sehr schön dargestellt. Und gleichzeitig fährt halt einer, so ein Mr. Briggs, ja, taucht immer wieder in dieser Stadt auf und spricht mit Leuten, verteilt Kugelschreiber, wo du immer denkst, so, what? Gute amerikanische Wertarbeit. Und spricht dann auch mal mit einem Automechaniker, da hinten haben sie eine Vakuumpumpe. Sehr schön. Und denkst du, so, what? Was hat jetzt diese Vakuumpumpe? Ist das vielleicht die Mordwaffe oder was weiß ich? Und da fand ich sehr geil, wie oft man da auf die falsche Fährte einfach gelockt wurde. Mhm. Und auch dieser Mr. Briggs, den konntest du am Anfang überhaupt nicht einschätzen. Ja, es gibt ja dann auch noch so eine Szene, wo du vorhin gesagt hast, ist, um den Typen war es nicht leid. Am Anfang hast du halt, dass dieser Nachtmar Leute angreift, die das Böse in sich tragen.
Es gibt da ja noch diesen einen, es wird halt auch irgendwie eine Frau vermisst. irgendwie, das läuft auch so ein bisschen so nebenher und dann plötzlich finden sie irgendwie, aber sie finden ihn erst tot, ne, den Mann, und dann stellt sich heraus, dass der Mann seine Frau irgendwie an einen Stuhl gefesselt hat und irgendwie sie eingemauert hat. Liegt so, dann mumifiziert einfach so mumifiziert, so psychomäßig irgendwie in einem Zimmer, um halt dieses Böse, was der Nachtmann anscheinend sucht. Und das spielt, glaube ich, auch, dieser Mr. Briggs fragt ja auch die Leute manchmal so, haben sie ein reines Gewissen oder irgendwie sowas, weil der halt auf der Suche ist nach diesem Mörder / Nachtmar. Ja, auf jeden Fall sehr viele Fallen legen sie einem da aus, wo du, ich glaube, ich habe auch jede Falle fast mitgenommen. Wo ich dachte, oh ja. Der ist es. Das passt. Das ist bestimmt ganz offensichtlich so wie so. Ja, war es da wieder nicht. Ja, und das Unoffensichtlichste ist es denn, nämlich. Ja, die Tochter des Sheriffs. Die ganz kleine Tochter, keine Ahnung, wie alt mag die sein? 5, 4, 5, 6, irgendwie sowas. Ja, die ganze Zeit. Nein, ich esse nur grüne Sachen. Oder weiße Sachen. Ich esse nur weiße Sachen. Wo ich sage, oh Gott, wenn unsere Tochter mit sowas anfangen sollte, glaube ich, Amok. Gibt es noch grünes? Ich esse nur noch kein Fleisch. Ja, das hatten wir schon. Heute Abend gibt es Grillfackeln. Dann fange ich morgen damit an. Sehr gut. Hier würde man gleich enterbt werden, glaube ich. Nee, Emma wollte mal vegetarisch sein. Okay. Hat sie dann so einen halben Tag ausgehalten. Ja. Hat da nicht gut geklappt. Ja, auf jeden Fall, das endet halt irgendwie darum, dass die Emma heißt sie ja gar nicht, sie heißt Amy. Genau. Was auch immer von dem Sheriff, von ihrem Vater immer sehr theatralisch gerufen wird, was dann so durch Mark und Bein manchmal geht. Also gerade am Anfang, also in der ersten Folge der Aufmacher ist halt, dass er sie sucht. Und ja. Wobei, es ist schon sehr geil auch dargestellt von dem David Nathan, wie er das spielt und spricht. Du kaufst ihm also auch tatsächlich ab, dass er da verzweifelt nach seiner Tochter sucht. Ja. Und was ich tatsächlich hatte, ich hatte eben schon angesprochen, dass das zur selben Zeit kam wie Stranger Things. Und bei Stranger Things gibt es ja auch so einen Sheriff. Ja, dass du den im Kopf sah, der denn so aus wie. Genau, der sah genauso aus wie der Sheriff aus Stranger Things. Da konnte ich einfach nichts gegen tun. Hoppa. Und auch die Kinder. Ne? Also, ja, stimmt. Bacon und Tommy und das Mädchen von der Hanfplantage. Ja. Du hattest, das war ja noch nicht mehr gewollt und die haben ja nicht gegenseitig voneinander ab oder kopiert oder abgeschrieben, aber es passte halt so ineinander, ne? Das war schon sehr cool. Mhm, auf jeden Fall. Ja, also Staffel 1 endet denn damit, dass Amy der Nachtmahr hat Besitz von Amy ergriffen. Und dann verschwindet die Sheriffsfamilie aus der Stadt. Genau. Das ist das Ende. Oder? Ja. Na, schon richtig. Sie brechen dann auf. Und dann die zweite Staffel, der Sheriff ist, kommt dann heraus, der Sheriff ist halt irgendwie auf Anraten von der Wahrsagerin Frau Mancini, nach Los Angeles oder San Francisco geflohen, um dort in Chinatown irgendwie einen chinesischen Heiler irgendwie aufzusuchen. Und es ist alles ganz dramatisch. Und sie kriegt jetzt irgendwie so ein Serum und darf irgendwie drei Jahre nicht sprechen oder wird dann 3 Jahre nicht sprechen und um noch eine Chance zu haben, da irgendwie heile raus. So eine Kiste eingesperrt, ne? Genau. Damit der Nachtmann nicht abhauen kann. Wobei, auch da wieder ganz klassisch mit diesen, ja, die gehen nach Chinatown, da gibt es so einen Chinesen und weiß ich nicht, wie viele Filme du hast, wo es irgendeinen Chinesen gibt, der da in irgendeinem Hinterzimmer hockt und aber im Keller hat er das riesige China-Labor mit geheimnisvollen, weiß ich nicht hier, aller auf der Suche nach dem goldenen Kind oder Big Trouble in Little China. Mhm. So diese klassischen Motive und ja, ich habe echt dieses Gefühl so, jo, da fühle ich mich direkt so zu Hause. Da gibt es gar kein Problem. Genau, und so zwei offene Liebesgeschichten gibt es halt, also vom Sheriff und seinem Sohn irgendwie, also die sind beide, haben sich halt beide in der ersten Staffel so ein bisschen verliebt, das ist dann halt alles so ein bisschen brach, die haben keinen Kontakt und niemand weiß, wo sie sind und es ist, in der Stadt ist irgendwie so ein bisschen, geht jetzt die Storyline um diesen Manila-Club so ein bisschen los.
Genau. Wo man auch immer denkt, dass die da, oh, der hängt bestimmt da mit diesem Monster zusammen. War so ja, meine aber erste. Das ist eigentlich noch eine viel krassere Geschichte, die da erzählt wird. Es kommt dann nämlich raus, dass dort irgendwelche Leute, irgendwelche wohlhabenden Leute, irgendwelche Asiatinnen foltern dürfen und gegebenenfalls auch töten, und da kommen dann halt auch Dinge raus von Personen, und die da halt auch mal Hand angelegt haben. Also das fand ich irgendwie sogar stellenweise noch ein bisschen krasser. War noch krass, ja. Und ja, wollen wir, und ja, das sind halt so, das sind dann halt wirklich so zwei parallel laufenden Stränge, wo gesagt, und ich glaube auch, dass der Manila Club dort auch tatsächlich eine größere Rolle einnimmt in der zweiten Staffel, wie diese Nachtmahr-Geschichte, die tritt so ein bisschen zurück, hatte ich so das Gefühl. Genau, das wird, also dieser Manila Club und die ganze Geschichte dahinter ist der Hauptstrang eigentlich der zweiten Staffel, und du hast noch mal einen deutlichen Fokus auf andere Charaktere in Harmony Bay. Ne? Der Deputy wird auf einmal, der Deputy, finde ich, macht so die größte Wandlung durch. Am Anfang ist er so ein Typ, so, der meckert nur, mein alter Sheriff, der ist weg. Mimi. Ja. Denkst du, oh, geh weg. Und der neue Sheriff lässt ihn aber auch sehr auflaufen in der ersten. Also der Cody lässt ihn doch auch sehr, hey, kann ich mitkommen? Nein, das mache ich schon alleine so. Ja, natürlich. Die tun sich da beide nichts, aber der jammert halt doch arg rum und ich will hier, ich will da. Da entwickelt er sich echt zu einem sehr positiven Charakter, und du denkst so, oh, ich hatte immer das Gefühl, irgendwas passiert ihm doch. Ne? Irgendwann kommt er einfach rum, weil man ihn gerade anfängt zu mögen. Mhm. Aber er überlebt es tatsächlich. Das sind so diese Wendungen, die dauern, die ich immer befürchte. Na, er stand gleich, ja, passiert. Er stand aber auch in Staffel 1 schon kurz vor Exitus. Ja. Aber genau, es treten halt andere, es wird so ein bisschen noch ein bisschen diese Gesellschaft innerhalb der Stadt auch so ein bisschen skizziert. So die Hierarchie vielleicht noch so, die da halt läuft, was mit dem Bürgermeister. Irgendwie scheint er was mit dem Bürgermeister immer zu haben in seinen Serien, der Ivan Lehrmenger. Der Bürgermeister hat halt auch irgendwie halt dieses dunkle Geheimnis mit der Manila Club. Es gibt da ja auch eine Szene, wo er irgendwie, die Sekretärin muss ihm irgendwie andauernd irgendwelche Fische kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast. Haifischplazenta. Nee, es geht darum, dass er ja dann irgendwie einen Fisch aus seinem Aquarium rausnimmt und den auf den Tisch einfach ersticken lässt. Einfach so, um sich halt an dem zu ergötzen, dass der jetzt stirbt. Und das fand ich irgendwie schon. Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass sich daran ergötzt, sondern auch noch mehr macht. Ja, das kann auch sein, ja. Auch noch ergießt. Ergießt. Ergossen, ja. Ja. Genau, es das kommt dann, ja, dann kommt halt diese Höhle raus, und mit diesem, was ich ja schon gesagt hatte, das ist dann so. Und am Ende der zweiten Staffel kommt halt der Sheriff mit seiner Amy wieder zurück in die Stadt. Ach, da gibt es ja noch diese Szene in diesem Zug mit diesem widerlichen, oh. Da gab es ja halt auch noch so einen Kinderschänder im Zug, der dann von dem Nachtmahr. Naja. Genau. Es passieren viele Dinge. Und dann kommt halt die dritte Staffel. Genau, es endet damit, es kommen alle irgendwie wieder in der Stadt zusammen. Der Deputy wird zum Sheriff ändern, es gibt eine große Party, und dann taucht Amy in der Stadt wieder auf. So war das Ende, glaube ich, so grob. Genau. Und das wird halt darauf hingedeutet auch, Amy ist jetzt nicht mehr das Kind, Amy ist jetzt tatsächlich das Monster. Genau. Ja, und dann fängt die dritte Staffel an, und es fängt irgendwie an mit Bill Clinton und Krieg auf dem Balkan. So Sarajevo fällt oder irgendwie eine Schnipsel werden da, und du denkst so, hä? Was? Also es springt in der Zeit auf jeden Fall nach 1995, glaube ich. Genau, du hast auf jeden Fall einen großen Sprung auf einmal, und es wird auch direkt eindeutig gemacht, in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. In der 95er Zeit oder in der alten Zeit? In der Zeit dazwischen. Ach so, ja, genau. Bis dahin ist unglaublich viel passiert, weil einer der FBI-Agenten, wo man nicht weiß, auf welche Seite er jetzt eigentlich gehört,
Man hat immer so das Gefühl gehabt, na, er schlägt jetzt auf die Seite von des Sheriffs und seiner Leute oder er bleibt doch beim FBI. Ach nee, Amy wird ja noch gefangen genommen in der zweiten Staffel. Die ist ja, die landet ja dann noch im FBI und bricht aus dem Labor genau. aus. Das ist ja auch noch so ein Ding, ja. Ja, man kann die ganze Story gar nicht jetzt so wiedergeben, kurz, aber wie gesagt, es ist viel passiert in diesem Zeitrahmen und dieser FBI-Agent kehrt zurück nach Portable, sag ich schon. Harmony Bay. Und die Stadt, wird schon so Stadt ist verlassen und eingezäunt und es gibt es gab Militär Wachanlagen, die jetzt leer sind und es spielt auch im Winter, was fand ich auch ein schöner Kniffer. Also die anderen beiden Staffeln, also das, die ganze Serie, die ganzen drei Staffeln spielen 83 innerhalb vom Sommer bis, glaube ich, Halloween oder irgendwie sowas oder bis November. Ich glaube, Ende November. Vor allem das ist der zeitliche Rahmen. Ne, geht halt hier auch mit 4. Juli und sowas alles. Genau, da gibt es halt den großen Showdown in der ersten Staffel. Und genau, und dieser Sprung halt nach 95, da stapfen sie halt durch ein verschneites Harmony Bay. Und das ist, fand ich, so ein schöner Bruch irgendwie. Ja. Und es ist halt verlassen und niemand, und man weiß am Anfang gar nicht, was da los ist jetzt. Und es wird halt immer gesagt, es sind schreckliche Dinge passiert, es sind schreckliche Dinge. Und dann gibt es halt immer diesen Switch von 95 nach 83. Also dann wird halt das rückblicken. Er hat irgendwie eine Videokamera und möchte immer so ein bisschen dokumentieren und die Sachen richtig stellen, weil ihm wird halt auch so ein bisschen was irgendwie angelastet. Und ja, er will das jetzt irgendwie alles versuchen, gerade zu rücken. Dann geht er zu den Orten, die dort halt noch sind. Und dann wird halt so ein bisschen, nimmt ein Video auf. Und dann gibt es jetzt halt diesen Sprung zurück nach 83, was dann so ein bisschen den Ort genau, auch. Ein bisschen die Rückblenden quasi. Wie du es auch in so einem Film quasi haben könntest. Ne? Das wird dann immer schön. Genau, es gibt nämlich nicht nur den Nachtmahr, sondern auch das Nachtmahrs Kinder. Ja. Eier. Ah, ja. Genau, die er in seiner Zeit da schön verteilt hat. Und Staffel 3 mutiert so ein bisschen zu so einem Splatter-Hörspiel. Ja, wobei ich hatte am Anfang schon so, als er sagte, so hier, alles niedergebrannt oder was heißt, alles zerstört, Zäune drum, dachte ich so, oha, Zombie-Apokalypse. Alle wurden so zu Zombies und dann hat das Militär gegen die Bevölkerung gekämpft, aber so schlimm war es Gott sei Dank noch nicht. Man hat einfach die Stadt evakuiert. Und aber den geilsten Charakter fand ich, ich glaube, der taucht auch schon kurz in Staffel 2 auf. Und zwar ein Typ mit einem Motorrad. Ja, der Sohn oder der Neffe, der Neffe der Wahrsagerin, auch ein Marzini, der aber so als eine Art Inquisitor. Ja. Und auch hier wieder so hatte ich sofort dieses Bild von ja, so diesen Vampirjäger-Typ, der auf seiner Harley dann ja. Die Gegend fährt und vor allem das Geile ist, was hat er dabei? Ein Flammenwerfer. Ja. Der wird auch noch eingesetzt. Ja, der wird auch noch eingesetzt. Mehrfach. Und er ist so der Heilige, der irgendwie, ne, von der Kirche wird er irgendwie unterstützt und genau. Dadurch die Familie ist eigentlich schon seit langer Zeit auf der Jagd nach dem Nachtmahr und er hat sehr viel Wissen und er hat auch ein Kruzifix, was irgendwie gegen die Befallenen, die Eier irgendwie gerade in sich tragen. Also das ist eine ja, komplexe Geschichte da drumherum, die wir jetzt nicht unbedingt aufdröseln müssen, glaube ich. Aber die Bedrohung ist sehr immanent und wie gesagt, es sterben auch viele Leute. Es stirbt zum Beispiel auch eine Mutter, die gerade ihr Baby durch die Gegend trägt und das Baby bleibt dann irgendwie erstmal liegen. Irgendwie auf dem Bürgersteig. Also es wird dann halt noch gerettet, aber die Mutter nicht, nein, aber das fand ich dann auch schon so. Das wurde dann halt auch sehr drastisch mit Babyschreien und ich saß dann halt im Auto, hab gedacht, ja, hoffentlich hört mich jetzt hier keiner in Kassel. da muss ich aber auch schon mal schlucken, das war schon krass. Da ging es ja schon, also die Serie geht da schon relativ weit auch in manchen Szenen. Ja, und es sterben viele, viele ja, auch bekannte Charaktere. Genau. Der gut verdiente Doktor zum Beispiel. Oder halt der Rocker opfert sich dann am Ende und ja. Ja. Aber natürlich alles stellenweise mit viel Pathos, ne? Also ja, ich opfere mich und
So wie sich das aber dann auch gehört. Ich glaube, manchmal möchte man das aber auch so haben. Auch wenn es manchmal ziemlich platt oder in your face halt irgendwie ist, aber irgendwie gehört das manchmal einfach dazu. Ob ja, das so. Ja, es ist halt auch alles und doch so ein bisschen ja, cheesy halt, ne? So ein bisschen nimmt sich vielleicht auch nicht so ganz ernst. Manchmal doch schon sehr, aber dann manchmal dann auch wieder nicht. Und es gibt sicherlich da auch irgendwelche Plotholes drin und aber. Ja, trotzdem hat diese Serie da unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Und man, ja, und das Ende ist dann wirklich auch so, das Ende, wenn ich schon cheesy ist, also wie heißt denn der kitschig? Kitschig ist, glaube ich, ein guter Begriff. Also das Ende ist ja nun wirklich ganz kitschig, oder? Also den heiraten ja irgendwie alle und das Baby, was keine Mutter mehr hat, wird adoptiert und ich esse wieder alles, was grün ist oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Also es wird dann am Ende, wenn die Lebenden werden noch gerettet und alles ist tutti und ja. Es hat auf jeden Fall einen sehr versöhnenden und auch wirklich einen abschließenden Charakter. Ne? Es wird halt tatsächlich ein Punkt an der Story gemacht. Ja. Theoretisch könnte man wahrscheinlich das Ganze wieder irgendwie aufdröseln. Ich hoffe dass sie das machen, sondern die Geschichte ist tatsächlich abgeschlossen. Mhm. Ja, alles andere fände ich jetzt auch sehr aufgesetzt und nicht so schön. Nein, ich finde es ja auch mal gut, wenn mal wirklich Dinge auch wieder zu Ende geführt werden nach irgendwie x Staffeln und dann nicht noch eine kommt oder man wieder im Regen stehen gelassen wird. Genau. Ja, es gab dann halt noch den großen Twist, dass der Agent irgendwie auch ein bisschen Psycho ist und einen Knacks genau. weg hat. Ja, der redet die ganze Zeit mit einem Partner. Powers. Genau. Ich dachte ja die ganze Zeit, die wären schwul. Und ich hatte mir die ganze Zeit schon gedacht, der ist nicht echt, den bildet der sich nur ein. Weil dieser Powers halt nie irgendwie interagiert hat mit der Umwelt. Der hat zwar immer gesprochen, aber er hat nie was getan. Und als es nachher zu irgendwelchen Verfolgungssituationen kam, war er noch nie irgendwie beteiligt tatsächlich. Und da dachte ich mir schon, na, komm, du bist doch nicht echt. Du bist nur fake. Und tatsächlich war es. Fake News. Ja. Ja, haben also, wir doch tatsächlich ja. fast noch mal eine Stunde hinten dran gehangen, ne? Ja. ja. Ja, aber ich glaube, man könnte sich alleine über die erste Staffel von Monster 1983 eine Stunde unterhalten und hätte nur an der Oberfläche gekratzt. Na, da gibt es nur eine Lösung. Das Ganze hören, ne? Ja, also für alle drei Episoden oder alle drei Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, hören. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Ich würde das jedem, kann das jedem empfehlen. Ja, und wer halt wirklich noch keinen Audible hat, macht euch da mal so einen Probemonat. Da kriegt ihr dann irgendwie ein Hörspiel oder eine Geschichte. Könnt ihr euch da kostenlos oder wie heißt das? Das läuft über Guthaben. Ach, keine Ahnung. Also bei Audible kriegst du, wenn du das Abo hast, kriegst du Guthaben. Und du kannst fast alle Hörbücher für ein Guthaben, also kannst du einen Credit kaufen. Es gibt Hörbücher, die kosten auch nur ein halbes. Sprich, dann könntest du auch zwei. Ja, okay. Das sind dann, hier Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Die Sachen, die sind für Kinder sind deutlich günstiger. Die kosten halt nur ein halbes Credit. Und kannst dir dann kaufen. Und du kriegst, wenn du beim Abo bleibst, so, das ist bei mir der Fall, jeden Monat ein Guthaben aufgeladen. Sprich, du kannst jeden Monat dir ein Hörbuch aussuchen. Und wenn du dir eins kaufst, wird es vergünstigt, oder wie war das? Ne? So war das. Also wenn genau. du dir davon noch eins mehr haben willst. Genau, wird es nochmal günstiger. Eins kriegst du quasi geschenkt und die anderen kannst du günstiger kaufen. Und die Sachen gehören einem dann? Ja, die lädst du dir tatsächlich runter. Also genau, wenn man das Audible-Abo nicht mehr nutzt, dann kann man die Sachen trotzdem noch hören. Also ich habe das jetzt gekündigt, ich habe jetzt Kerstin irgendwie gesagt, hier, du fährst heute wieder Bus, ich gebe dir mal die Login-Daten, hör dir das mal an. Ja. Dass sie das auch mal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann man tatsächlich bei Audible mal machen. Monster 1983 sich einfach mal. Ja, und am Ende kauft ihr euch dann noch die zwei anderen, so wie es bei mir passiert ist. Ja. Oder ihr sagt, ihr habt ja keine Ahnung, das war alles totale Grütze. Das kann natürlich auch sein. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Man muss natürlich Hörspiele und sowas mögen. Wir hatten eben auch schon im Live-Chat so den einen Kommentar, oh, Hörspiele sind nicht so meins.
ich lasse das mal lieber. Ja. Da muss natürlich, ist natürlich der Geschmack des Einzelnen gefragt, aber wer Hörspiele mag, sollte auf jeden Fall mal ein Ohr draufwerfen. Was höre ich mir denn jetzt als nächstes an? Ich kann die Weiße Lilie empfehlen. Die Weiße Lilie? Es gab mal einen Film, Das Weiße Band, den kann ich auch sehr empfehlen. Nein, die Weiße Lilie. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es aber auch noch wieder bei Audible, ja? Nee, gibt es auch bei Spotify. Okay. Bei allen Streamingdiensten. Okay. Muss ich mal auf den Zettel lassen hier. Folgen. Von Folgenreihe. Also, oder nein, also Folgen. Ich drücke bei Spotify gerade auf Folgen. Ja. was man auch gut hören kann, sind alle Sachen von Oliver Döring. Das ist so, wenn du was mit Explosionen und bombastischen Sounddingern haben möchtest. Der hat jetzt zum Beispiel letztlich Krieg der Welten. Okay. Ein Hörspiel zu gemacht. Mhm. Unglaublich geil. Sehr atmosphärisch. Wenn da die dreibeinigen Typen sich da erheben und mit einem riesigen Getöse. Unglaublich gut. Ja, du brauchst so dieses Hörspielmäßige, ne? Ja, ich liebe es, wenn da einfach was bei passiert, wenn du so nicht jemanden hast, also in richtig guten Hörspielen wird es ja so, da ist kein Erzähler, der sagt, oh, jetzt erhebt er sich und bewegt sich nach vorne. Und das kriegst du einfach akustisch mit. Ne? Und im Zweifelsfall gibt es nochmal den einen oder anderen Satz, der mal was dazu erklärt, aber nicht, das wird nicht beschrieben, sondern das musst du dir erhören. Und das ist schon sehr geil. Wenn das die richtigen Leute machen, es gibt da einige, die können das verdammt gut. Und der Oliver Döring ist einer davon. Da musst du echt Kopfhörer aufziehen, am besten so richtig dicke, die dann auch dich von der Umwelt schotten und dann hörst du da rein und du bist vollkommen da drin. Hört sich gut an. Ja, aber jetzt machen wir auch mal, glaube ich, einen Punkt dran, einen Deckel drauf. Ja, stimmt, sollten wir mal machen, ne? Das Soundboard mal umbauen. Also, ja, alle schön, die drei, die noch dran geblieben sind. Oder auch nicht, uns beiden ist es jetzt egal gewesen. Wir wollten uns mal darüber unterhalten. Genau, und da können wir es auch so machen, dass andere was davon haben. Genau. Ja, das war jetzt die erste offizielle Folge des Schachtelrands. Mal gucken, wann die nächste kommt. Ja, die muss jetzt auch erstmal online gehen, das wissen wir auch nicht wann. Ja, nächstes Mal sprechen wir über Offenbarung 23 oder was? Ja, da müsste ich auch zu viel ranten, das ist auch nicht so schön. Bis Folge 30 geht's doch noch. Ich finde auch schon davor geht nicht ja, so richtig. Ja, okay, sagen wir bis Folge. Aber wir können ja mal was Kontroverses diskutieren, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ja, muss ich mal ein paar Folgen anhören. Ja, genau, denn ja, das könnten wir mal machen. Oder wir reden mal Filme? Nee, da habe ich was anderes. Habe ich ausgelagert. Muss auch nochmal aufnehmen. Eieiei. Alles klar, ich drücke mal auf den Knopf. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt habe ich das in. Ist auch egal. Ende. Geschafft.